Wir zeigen heute, wie man Preiselbeeren oder Heidelbeeren, die man gesammelt hat, von den Blättern trennt. Wir haben da ein Regenrohr und das tun wir am Anfang anfeuchten. Lassen wir einfach ein Wasser durch. Ja, das reicht eh schon. Jetzt nehmen wir die Heidelbeeren. Da kann man noch kurz reinschauen, dann sieht man die Blätter, okay. Und die lassen wir jetzt durchrinnen. Und wenn wir Glück haben, bleiben die Blätter hängen und die Beeren rollen runter und werden in den Behälter aufgefangen. Schauen wir uns das einmal an. Und man sieht es jetzt ganz gut. Die Beeren sind eigentlich durchgerannt und die Blätter sind oben. So, jetzt tun wir das Rohr wieder rausnehmen. Dann's raus. Und lassen einfach wieder ein Wasser durch und fertig. Und wir könnten den nächsten Schritt machen. Und zum Schluss hat man nachher die Beeren, die relativ sauber sind.